Grüezi! Und hallo, wir sind Alena und Markus von Adventure. So, Odele, Kaffee an Bord, wir auch und los geht's. Vor uns liegt eine Woche Ferien, Herbstferien und Ziel ist, für mich ist Ziel, schöne bunte Herbstbäume, Blätter und Landschaften zu sehen. Und ich glaube für dich Erholung, oder? Erholung, ja, für uns beide Erholung. Wir fahren wieder mal dahin, wo möglichst viel die Sonne scheint. Ja, das aber ja, zeigt sich jetzt gerade nicht so eindeutig. Jetzt sind wir ein bisschen am Überlegen, wir sind zwar schon auf dem Weg, so Richtung Vierkropf-Vierwaldstättersee. Da hätte man, glaube ich, heute den ersten Stopp. Aber dann, wo es weitergeht, ob das mich zieht und lockt, irgendwie Südfrankreich, französische Alpen und wie heißt dieses Grand? Gorges du Verdon. Genau, genau da. Habe ich mal Bilder gesehen und das war so landschaftlich herrlich, dass ich gedacht habe, das wäre vielleicht etwas. Und oder Richtung, die Wetterkarte sagt, Richtung Dolomite könnte das auch noch gut aussehen. Also, kommt mal einfach mit, dann sieht ihr. Überraschung, wie genau. Es für uns ist, so ist es auch für euch. Also. Dann uns gute Reise und euch gute Unterhaltung. Bis dann! Thank you.
Wunderschön. Hallihallo. Hallo. Kleiner Zwischenstopp hier am Albula-Pass an diesem wunderschönen See. Ja, kommt hier auch vorbei, aber bitte schützt die Natur, bleibt auf den Wegen, haltet euch an die Regeln, damit alle dieses wunderschöne Erlebnis auch genießen können. Und ja, wir sind heute aufgestanden am Vierwattstättersee, haben schon den dritten Pass, keine Ahnung, den wir heute überqueren. Genau. Kleine Tour durch die Schweiz. Und Richtung Südosten sind wir unterwegs, jetzt wie gesagt am Albula-Pass, dann hinüber ins Engadin. Und wie es dort weitergeht, das werden wir euch zeigen und erzählen. Genau, was ich noch sagen wollte, Dolomiten haben gewonnen. Also genau. Wir sind auf dem Weg nach Dolomiten. Soweit, das genau, wissen wir schon. Ja. Das war das, ja, wussten wir heute früh tatsächlich auch, obwohl wir losgefahren sind, noch gar nicht. Und dann haben wir entschieden, und ich denke, das ist eine ganz tolle und gute Entscheidung, weil ich muss sagen, hier durch die Schweiz zu fahren und sich von dem Schätzle was zu erzählen, von der Geschichte von Wilhelm Tell, von Erstehung von Zürich, Schweiz. Und es ist total spannend, weil hinter jeder Bügung, hinter jedem neuen Tal, weiß mein Schätzle irgendwie Geschichte dazu. Und doch, das ist total interessant. Also ich habe das bis jetzt nicht bereut, die Entscheidung, hier durch die Schweiz wieder zu fahren. Ja. Schön, das Wetter spielt halbwegs mit. Zwar bewölkt, ab und zu scheint die Sonne etwas durch. Wir waren schon mal hier an diesem See und dann hat die Sonne geschienen und das ist dann wirklich traumhaft, wenn das spiegelglatte See ist, die Spiegelungen, die Sonne reinscheint. Ein kleiner Traum. Ja, aber so diese Wetter auch zu dem Herbst, aber passt eigentlich. Passt. Finde ja, ich auch ja. Gut. Doch. Wie gesagt, es regnet nicht, ja. Spielt einigermaßen mit. Und wir genießen es jede Stunde, jeden Tag. Jetzt geht's weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier aus Meran, aus den Trautmannsdorfer Gärten. Genau, und Schloss. Und Schloss. Und Aussicht. Genau, wunderschön hier, botanischer Garten und alle möglichen Pflanzen von der halben Welt. Wir haben noch lange nicht alles gesehen, aber hier geht es auch mal schön den Berg hoch und es gibt auch ganz tolle Ausguckmöglichkeiten. Mal schauen, ob ich das hier auf das Video kriege. Ja, da hoch! Gehen wir jetzt und wir zeigen auch das euch.
So, nun sind wir mehr oder weniger durch den ganzen Park gelaufen und wir können sagen, wunderschön angelegt, tolle Aussicht, gibt ganz viel zu entdecken und sehr abwechslungsreich. So ist es. Schön geht es hoch und runter. Ja, nicht überall kommt man mit dem Kinderwagen, aber die Wege und alles ist ganz gut auch beschriftet. Also, ja, am besten gefallen hat es uns natürlich im Park für die Verliebten. Guten Morgen. Hallo. Wir sind wieder eine Nacht weiter. Nach dem, ja, wir haben ja Meran selbst nicht besucht, sondern diesen wunderschönen Park gestern bei Meran. Sind dann hochgefahren auf die Hochebene, wo die Haflinger Pferde zu Hause sind. Genau. Vorbeigefahren, ja, ohne Halt, ja. Haben dann aber auf einem ruhigen, großen Parkplatz übernachtet. Sind dann bis nach Bozen gefahren heute Vormittag, haben dort wieder mal ent- und versorgt. Genau. Und sind jetzt hier hochgefahren zu diesen wunderschönen, einmaligen Erdpyramiden. Wieso einmalig sind sie ja nicht, aber es sind die... Die höchste, schönste, tollste eigentlich, ja. So stand es da. Genau. Genau. So, wie es weitergeht heute, wissen wir noch nicht. Mhm. Bleibt einfach dran, dann wisst ihr es. Genau, laufen wir mal schön Spazierweg ist hier, dann gehen wir nochmal zum Brückle und gucken mal, wo es uns der Weg führt. We'll be right back.
Und da sind wir wieder. Halli, hallo. Hallo. Ja, gestern waren wir ja bei diesen Erdhügel-Männchen. Erdpyramiden-Männchen. Genau, Erdpyramiden. Und danach sind wir über den Niger-Pass gefahren nach Karasee. Respektive, wir wollten zu diesem See, aber dort sieht es noch fast trostloser aus als an diesem See hier. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, er hat leider auch sehr wenig Wasser. Das würden wir jetzt mal dem Klima zuschreiben. Zum anderen aber, wenn man da mit einem Camper mal abstellen will und kurz eine Runde drehen will für eine halbe Stunde oder Stunde, dann bezahlt man 25 Euro. Das ist unglaublich. Also die totale Abzocke, und es tut mir leid um diesen See, weil er ist wirklich halb ausgetrocknet, und dann bezahlst du noch 25 Euro für einfach mal eine Stunde da deinen Camper hinzustellen. Totale Abzocke. Schade. Was wir gemacht haben, wir haben den anderen Parkplatz unter drunter genommen, und dann hat 10 Euro das gekostet. Das ist dann in Ordnung. Aber diese Parkplatz hier? Nein, gestern. Ach, das war das gestern? Gestern, ja. 15, aber nicht 15. Ah, gestern 15. War 15. Ich bringe alles durcheinander. Wir also haben gestern so viel erlebt. Genau, so viel. 25 waren gut. Tatsächlich jetzt bei dem hier, nämlich. Genau. Deshalb, das hast mich wir sind in der Zeit vorgehüpft. Also nochmal zurück zu gestern. Sorry. Also gestern hat es 15 Euro am Karasee gekostet. Haben wir dann nicht gemacht. Keine andere Möglichkeit, aber habt ihr gesehen oder seht ihr gleich auf dem Video, es gab keine andere Möglichkeit anzuhalten. Also du, wenn du da gucken möchtest, musst du wirklich diesen Parkplatz für 15 Euro, auch wenn das nur für Viertelstunde, weil das ist ganz kleine Seele. Genau. Ja. Also lohnt sich zurzeit leider überhaupt gar nicht, und als Camper ist recht nicht, leider. Gut, dann sind wir weitergefahren über den Karpass, dann über den Pass Bordeaux wollten wir, sind dann aber zum Pass Sella, zum Sella-Pass gefahren und haben dort übernachtet. Auf dem Pass. Ja, super. Arschkalt, aber wunderschöner Sonnenaufgang am Morgen. Und jetzt sind wir dann die Sella-Route über gefahren, dann weiter nach Alta Badia, und von Alta Badia nach dem anderen olympischen Ort Cortina d'Ampezzo. Genau. Und dann die drei Zinnen, genau, haben wir uns dann noch angeschaut und sind jetzt an diesem Praxer-Wilze. Genau, und jetzt sind wir wieder beim Thema Camper, und wir machen mal kurz eine Pause hier. Das Hotel hier will 25 Euro, um einfach mal ein Camperfahrzeug abzustellen. Man kann zwar 24 Stunden bleiben, aber wenn ihr halt nur 2 Stunden hier sein wollt, müsst ihr dennoch 25 bezahlen. Deshalb haben wir einen anderen Parkplatz und darunter noch für 10 Euro. Ein Parkplatz zuvor kostet 10 während des Tages pauschal, und wenn man über Nacht bleiben will, nochmal einen 10er dazu. Das ist okay, ja, kann man machen, okay. Werden aber nicht hier bleiben, auch wenn es hier, ja, wie gesagt, eigentlich ein schöner Fleck ist, aber leider, wie ihr sehen könnt, auch total, sage jetzt schon fast ausgetrocknet. Dennoch immer noch eine schöne Kulisse hier. In den Bergen. Und wir drehen jetzt hier nun eine Runde. So, fertig gelabert. Kommt mit.